Mönch hebt die Welt aus den Angeln. Martin Luther. Seine 95 Thesen werden zum Startschuss der Reformation. Luthers revolutionäre Gedanken beschäftigen die ganze Welt. Bis heute. Mit ihnen beginnt die Spaltung der Kirche, die noch immer besteht. Könige und ganze Länder fallen vom alten Glauben ab. Ungezählte Kriege werden im Namen des Glaubens geführt. Einfache Menschen fangen an zu lesen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Flüchtlinge suchen eine neue Heimat. In Amerika und anderswo schaffen sie neuen Wohlstand. Und Martin Luther, mit dem alles begann, gerät in die Mühlen der Politik. Fernrohr. Ziemlich praktisch. Man kann damit vieles sehen, was das bloße Auge nicht erkennen kann, zum Beispiel Sterne. Als dieses Fernrohr erfunden wurde, da war die Suche nach Wahrheit und Wissen schon in vollem Gange. Über Gott, über das Universum, über die Welt, eigentlich über alles. Zu Beginn der Zeitenwende, die vor rund 500 Jahren die Welt erschütterte, lebte Martin Luther. Die Reformation, die auf ihn zurückgeht, die interessiert mich auch persönlich. Mich beschäftigen Luthers Gedankengänge und Ideen, denn ich bin Protestant. Und als Naturwissenschaftler bin ich ein Nachfolger derjenigen, die mit der Suche nach der Wahrheit zu Beginn der Neuzeit anfingen. Die Gravitationswellen der Reformationszeit sind heute noch überall spürbar. Und dieser Spur will ich nachgehen. Wie die Reformation in die heutige Welt hineinwirkt und hineinragt. Und zwar ganz gleichgültig, ob sie mit der Kirche was am Hut haben oder nicht. Paternoster. Luther ist Theologiestudent in der damals ganz jungen Universität Wittenberg. Die liegt, wie er selbst sagt, am Rande der Zivilisation, an der Grenze zur Barbarei. Martin Luther ist Augustinermönch, einer, der die strengen Regeln seines Ordens aus tiefer Frömmigkeit bejaht. Auch als Student lebt er in seinem Kloster. Bei der Ordensleitung ist er beliebt. Er hat gute Aussichten, Karriere zu machen. Im Jahr 1511 wird er sogar nach Rom geschickt. Ein Zufall, der noch Folgen haben wird. Der Septimerpass. Seit der Römerzeit einer der wichtigsten Übergänge über die Alpen. Aus dem Norden waren schon Kaiser und Könige, Heere und Händler über den Septimer gezogen, nach Mailand und bis nach Rom. Das muss eine harte, sehr harte Reise gewesen sein für Martin Luther. Der ist hier im Herbst, Winter über die Alpen gegangen. Es war so nass, glitschig, es hat Schnee gelegen, der hat sich verlaufen. Es gab ja kein GPS und er hat auch keine Hightech-Klamotten dabei. Der lief in Sandalen und in der Kutte. Aber es war die einzige Art für ihn zu reisen, die einzig erlaubte Art für einen Mönch wie Martin Luther. Nach den Ordensregeln der Augustiner durfte er nicht mal ein Pferd besteigen. Luther war mit einem Begleiter unterwegs in Ordensangelegenheiten nach Rom. Meistens schweigend. Auch eine Ordensregel. Heute ein verlassener Bergpfad, damals der Hauptverkehrsweg zwischen Nord und Süd. Luther und sein Begleiter brauchen für die 1500 Kilometer von Wittenberg nach Rom 2 Monate. Die Uhren gehen noch anders. Aber getrödelt haben sie nicht. Sie schaffen durchschnittlich 28 Kilometer am Tag. Während Luther über die Alpen zieht, wächst in einem anderen Teil Europas ein kränklicher Prinz auf. Im heutigen Belgien, in Brüssel und Mecheln. Der Prinz ist ein Enkel des Kaisers Maximilian und heißt Karl. Seine Familie, die Habsburger Dynastie, hat große Pläne mit ihm. Er soll die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation erben. Dazu ganz Spanien mit seinen Besitzungen in Übersee. Aber Prinz Karl hat eine Behinderung. Sein Unterkiefer ist zu lang. Karl kann den Mund nicht schließen. Er sabbert beim Essen und kann schlecht sprechen. Dennoch ist er ungeheuer ehrgeizig. Er will sich die ganze bekannte Welt unterwerfen. Bald wird er Luthers großer Gegenspieler.
Warum musste Luther eigentlich über die Alpen laufen? Die Antwort ist ganz einfach. Es gab keine andere Kommunikationsmöglichkeit. In diesen Zeiten musste jede Nachricht noch persönlich überbracht werden. Und es gab einfach nur den Kontakt von Mensch zu Mensch. Und da ist es natürlich auch kein Wunder, dass Martin Luther bei seiner Reise nach Italien nicht viel von der Welt wusste. Dabei hätte es sich gelohnt, denn es fand ein tiefgreifender Umbruch statt. Die ganze Welt scheint aus den Fugen zu sein. Kopernikus behauptet, dass die Erde um die Sonne kreist. Amerika wird entdeckt. Dann werden die ersten europäischen Kolonien gegründet. Zum ersten Mal wird die Welt umsegelt. Ein Nürnberger bastelt den ersten Globus. Darauf fehlt zwar noch einiges, aber im wahrsten Sinne des Wortes entsteht ein neues Bild von der Welt. Die Wissenschaftler vertrauen nicht mehr den Lehren der Kirche, aber sie vertrauen der eigenen Erfahrung und dem Experiment. Humanisten wie Erasmus von Rotterdam überprüfen überlieferte Texte und glauben nicht mehr an die Autorität der Päpste. Und überall werden Universitäten gegründet. Aber das interessiert Martin Luther gar nicht. Er ist auf einem ganz anderen Trip. Das ist kein Tunnelblick. Es geht ihm wie vielen Menschen, die kriegen von den großen Umwälzungen nicht viel mit. Und Luther und sein Begleiter haben in den Alpen sowieso ganz andere Probleme. Denn nicht in jeder Nacht finden sie ein Kloster für eine Unterkunft. Manchmal muss ein Viehstall reichen. Martin Luther ist auf seiner ersten großen Reise. Auch wenn er schon ein gebildeter Theologe ist, geht es ihm wie den meisten Menschen. Die Zeitenwende um ihn herum übersteigt seine Vorstellung. Worauf kann man sich noch verlassen? Was wird morgen sein? Alles wird ungewiss. Vertraute Sicherheiten zerbröseln. Angst, das ist das Grundgefühl der Zeit vor 500 Jahren. Luther sucht die Antwort auf seine Ängste im Glauben. Aber er hat sie noch nicht gefunden. Immerhin haben die beiden Mönche jetzt den schwersten Teil ihrer Reise hinter sich. Etwa zwei Drittel der Strecke nach Rom und die meiste Zeit bergauf. Komm. Vor ihnen liegt der Comer See. Nach wochenlangem Fußmarsch stehen sie endlich auf der Südseite der Alpen. Nächstes Etappenziel ist Florenz. Die Stadt erlebt damals eine Blütezeit, eine ganz neue Verdichtung von Kapital und Kultur. Aber als Luther schließlich in Florenz ankommt, wird er krank. Die Fußreise ist eine ungeheure Strapaze. Er muss sogar ins Krankenhaus. Dass es ihn in Florenz erwischt hat, ist für Bruder Martin Glück im Unglück. Die Stadt der Medici-Bankiers ist eine der reichsten der Welt. Und das Ospedale Santa Maria Nuova ist schon damals zu Recht berühmt. Und genau hier landet Martin Luther. Hier wird die Heilkunst nicht bestimmt durch frommen Glauben oder durch Bücherwissen, sondern durch die genaue Beobachtung der Patienten und ihrer Krankheiten, also durch das Erfahrungswissen. Und so ziemlich zu der gleichen Zeit, als Martin Luther hier seine Leiden auskuriert, begründet hier einer die Wissenschaft Anatomie. Er heißt Leonardo da Vinci und ist ebenso sehr Naturforscher und Ingenieur wie Maler. Schon zu Lebzeiten berühmt und von den Mächtigen umworben. Einer, der den Mut hat, den Dingen auf den Grund zu gehen. Seine anatomische Forschung betreibt Leonardo heimlich im Keller, nachts bei Fackelschein. Denn Experimente an Leichen sind von der Kirche streng verboten. Leonardo entdeckt den genauen Aufbau des menschlichen Körpers und findet Krankheitsursachen wie die Arterienverkalkung. Er hält seine Ergebnisse in Skizzen fest und bringt damit auch die Kunst entscheidend voran. Die menschliche Anatomie kennen zu wollen, das verbindet seit der Renaissance Künstler und Wissenschaftler. Leonardo da Vinci ist in der Zeit um 1500 auf den Straßen Norditaliens ein scharfer Beobachter. Er will die Wirklichkeit ganz und gar verstehen. Was er mit den Augen erfasst, hält er mit dem Zeichenstift fest. Leonardos Mut,
sein unabhängiger Geist, müsste Martin Luther eigentlich sympathisch sein. Aber Luther interessiert sich nicht für Kunst. Wäre Luther Leonardo zufällig auf den Straßen von Florenz begegnet, er hätte ihn nicht erkannt. Sonst hätte Luther hier die besten Künstler der Welt, die Stars ihrer Zeit treffen können. Denn um 1500, da vibrierte und explodierte in Florenz die Kreativität. Sie wurde zur Boomtown für alle Maler und Bildhauer, Denker und Forscher. Und sogar das Porträt wurde hier in Norditalien entwickelt. Die mittelalterliche Kunst beschränkte sich vor allem auf die Darstellung frommer Szenen. Aus den Porträts der Renaissance springen uns jetzt Gesichter entgegen, wie es sie vorher nicht gab. Ausgeprägte Individuen. Die Kaufleute und Bankiers der Toskana und ihre Frauen strotzen vor Selbstbewusstsein. Kurz vor Luthers Besuch in Florenz ist der Maler Sandro Botticelli gestorben. Dessen Lieblingsmodell hieß Simonetta Vespucci. In der Geburt der Venus und in anderen Bildern hat er sie verewigt. Sie gilt als schönste Frau von Florenz. Vespucci, das ist in der Renaissance ein klangvoller Name, nicht nur in Italien. Vor allem wegen Simonettas Schwager Amerigo Vespucci. Er ist einer der ersten großen Weltreisenden, der erste Bestsellerautor und er wird zum Taufpaten eines ganzen Kontinents. Aus seinem Vornamen Amerigo machen deutsche Kartografen den Namen für die neu entdeckte Welt, Amerika. Von den neuen Inseln und Ländern im Westen, wie er sich ausdrückt, hat auch Martin Luther irgendwann gehört. Aber den Namen Amerika kennt er nicht. Und die Tragweite dieser Entdeckung kann er erst recht nicht überblicken, wie die meisten seiner Zeitgenossen. So läuft Luther durch Florenz in jenen Jahren eine Hochburg von Geld und Geist, ohne viel über die Renaissance zu erfahren und über das Neue, das sie auf allen Wissensgebieten hervorbringt. Damals braucht jede Art von Information lange, um sich auszubreiten, manchmal Jahre. Und auch Luthers Weltkenntnis ist noch eng begrenzt. Aber die Wissenselite entwickelt schon was Neues, von dem auch Luther bald profitieren wird. Eine neue Art zu denken, die Geisteswissenschaft. Von Florenz aus sammeln die Humanisten, wie man sie nennt, in ganz Europa verschollene und verfemte Bücher. Denn sie interessieren sich für das Wissen, das von der Kirche verdrängt oder vergessen wurde. Und noch etwas wird im kreativen Klima von Florenz entdeckt. Die Zentralperspektive. Ja, heute lernt jedes Kind perspektivisch zu zeichnen. Aber darauf muss man erst mal kommen. Jahrhundertelang malte man anders. Zum Beispiel auf diesem Altarbild aus Flandern. Die Stifterfiguren und die Engel sind viel kleiner gemalt, obwohl sie doch im Vordergrund stehen. Groß sind nur Maria und Josef, die Hirten und die Heiligen. Die Größe richtet sich nicht nach dem natürlichen Sehen, sondern nach der Bedeutung der Personen. Nur wenige Jahre später hat die Zentralperspektive gesiegt. Die Größenverhältnisse stimmen, bei den Figuren und sogar bei den Gebäuden. Ein starker Eindruck von räumlicher Tiefe entsteht, der schon vor 500 Jahren die Betrachter verblüfft. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein großer Schritt das war. Denn hier wurde nichts Geringeres erfunden als eine neue Art, die Welt zu sehen. Von jetzt an dreht sich alles um das sehende Auge des einzelnen Menschen. Der Mensch erfindet sich neu. Anders kann man es nicht sagen. Er sprengt die Fesseln der alten Ordnung. Und das ist ja an sich schon eine Revolution. Aber es bereitet auch den Boden für das, was Luther Jahre später auslösen wird. Denn diese Entwicklungen werten das Subjekt, den einzelnen Menschen, ungeheuer auf. Und das wirkt sich bis heute aus. Warum geben sich diese Menschen so viel Mühe, einen schön modellierten und definierten Körper zu haben? Auch das geht auf den großen Anfang vor 500 Jahren zurück. Ohne die Renaissance gäbe es doch unser heutiges Schönheitsideal gar nicht. Aber jetzt mal ehrlich, wer von uns hätte denn nicht gerne einen Körper so schön wie eine Skulptur von Michelangelo? Das war ja auch so eine Entdeckung der Renaissance.
Der Körper im Hier und Jetzt ist wichtig. Davor dachte man ja nur an das Seelenheil und nicht ans Diesseits. Für die Menschen damals wäre Körpertraining ja reine Zeitverschwendung gewesen. Aber was treibt die Kunden von so einem Fitnessstudio an? Angst? Angst vor der Krankheit, vor dem Alter? Oder gar nicht genügend attraktiv zu sein? Im Mittelalter, da hatte die Angst einen Namen. Fegefeuer und ewige Verdammnis. Und davon gibt es sogar Bilder. Höllenqualen, Fegefeuer, ein baldiges Ende der Welt. Das ist am Ende des Mittelalters oft dargestellt worden. Ein Thema für Maler, aber auch für Wander- und Wunderprediger. Die meisten einfachen Menschen werden von solchen Ängsten umgetrieben. Und ebenso viele Reiche und Mächtige. Damals nehmen sich Geistliche der Menschen und ihre Ängste an. Deren Antwort auf die Angst lautet, tut Buße. Das ist die Grundmelodie vieler Prediger der Zeit. Zum Beispiel Savonarola, ein Mönch wie Luther. Er will ein gottergebenes Leben durchsetzen und wird dabei immer radikaler. Er greift jeden Luxus an und reißt schließlich in Florenz die Herrschaft an sich. Das alles liegt bei Luthers Aufenthalt in Florenz erst wenige Jahre zurück. Savonarola hat nicht nur die Verkommenheit der Menschen, sondern auch die zahlreichen Missstände in der Kirche angeprangert. Das interessiert Martin Luther. Der junge Mönch aus Deutschland hört die Geschichte des Rebellen im Augustinerkloster von Florenz. Nostra Civitatis, appellato est Hieronymus Savonarola. Horribile dictur. Hieronymus Savonarola. Die Kirche duldet keine Kritik. Quod eo accidit. Luther erfährt, dass der Papst den radikalen Bußprediger Savonarola als Ketzer exkommuniziert hatte. Savonarola wurde vor dem Rathaus von Florenz öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wer ausschert, wird bestraft. Praktisch heißt das, Rom, also der Papst, entscheidet darüber, was man denken darf und wie man leben soll. Hier ist es passiert, Hinrichtung durch das Feuer. Eine rechtmäßige Strafe für einen Ketzer und damals gängige Praxis. Und da wird Luther natürlich klar, Glaubensfragen sind alles andere als harmlos. Da geht es schon mal schnell um Leben und Tod. Und das ist der stärkste Eindruck, den Luther aus Florenz mitnimmt. Seine große Angst wird davon bestimmt nicht kleiner. Wenig später kommt Martin Luther in Rom an, im Machtzentrum der Kirche. Aber damals ist die ewige Stadt teils Großbaustelle, teils ein verlassenes Trümmerfeld. Wie kaum etwas sonst symbolisiert sie damit den Zustand Europas. Der heutige Petersdom steht damals noch nicht. Die Vorgängerkirche existiert noch, während schon am Neubau gearbeitet wird. Papst ist zu dieser Zeit Julius II., ein reiner Machtpolitiker. Er reitet noch als alter Mann lieber mit seinen Söldnern in die Schlacht, als sich mit Glaubensfragen zu beschäftigen. Papst Julius II. Lässt jetzt die Pläne für den Petersdom ausarbeiten. Großbauten fertigzustellen dauert lange. Sie sind teuer und werden während der Bauzeit immer teurer. Das gilt schon damals. Und der immense Geldbedarf im Vatikan wird die Welt noch beschäftigen. Derweil macht Martin Luther hier brav seine Bußübungen, so wie sie für einen Pilger vorgeschrieben sind. Hier rutscht er vorschriftsmäßig auf den Knien die heilige Treppe hoch. Er besucht alle 7 Pilgerkirchen, macht sogar die Generalbeichte. Aber manches stört ihn. Vor allem das lüsterne Treiben der Kardinäle und Päpste, von dem er schon einiges gehört hat. Aber noch nichts weist darauf hin, dass der Mann aus dem Norden mal ein Rebell werden könnte. Die Sixtinische Kapelle, in der die Päpste gewählt werden, bekommt während Luthers Rombesuch schon ihre zweite Wandausmalung. Ein Künstler aus Florenz hat den Auftrag bekommen, Michelangelo Buonarroti. Er sieht sich vor allem als Bildhauer,
ist aber zugleich ein begnadeter Maler. Michelangelo hat sich etwas ausgedacht, das die Zeitgenossen ungeheuerlich finden. Keine Verherrlichung der mächtigen Kirche, sondern ein Schöpfungsbild. Gott Vater und Adam, nur durch einen Fingerspalt getrennt. Ein einzelner nackter Mensch im direkten Kontakt mit Gott. Die Augustiner-Eremiten, Luthers Orden, organisieren und überwachen die Ausmalung der Sixtinischen Kapelle durch Michelangelo. Luther wohnt während seines Rombesuchs bei den Mitbrüdern im Kloster. Aber Michelangelo und das Schöpfungsbild hat er wohl trotzdem nie gesehen. Dabei hätte er nur durch die Tür gehen müssen. Auf dem Rückweg nach Wittenberg führt ein langer Teil seiner Wanderung durch das Erzbistum Mainz. Es ist die größte Kirchenprovinz. Sie reicht von der Schweiz bis an die Elbe. Mainz ist das wichtigste Machtzentrum nördlich der Alpen und der Erzbischof von Mainz ist zugleich der ranghöchste Kurfürst im Reich mit dem Titel Erzkanzler, ein begehrtes Amt. Der Mainzer Dom, eines der stolzesten Bauwerke im ganzen Reich, ist die Kirche des Erzbischofs. Seit 1514 ist Albrecht von Brandenburg der Inhaber dieser hohen Position. Er ist 7 Jahre jünger als Luther und kommt aus dem Hochadel, ein weltlicher Fürst. Als Angehöriger der mächtigen Hohenzollern-Dynastie ist er kein Theologe, sondern ein Politiker mit Machtinstinkt. Er hat schon die Bischofsstühle von Magdeburg und Halberstadt in Besitz, eine beispiellose Ämterhäufung, die auch dem Kirchenrecht hohn spricht. Und jetzt noch Mainz. Erzbischof Albrecht hält Hof, nicht wie ein Oberhirte, sondern mit Prunk und Pomp. Auch eine Geliebte hat er, eine Bäckerstochter aus Mainz und mit ihr eine Tochter, trotz Ehelosigkeits- und Keuschheitsgelübde. Solche Missstände sind in der Kirche dieser Zeit weit verbreitet. Sie werden seit langem kritisiert, aber bis jetzt immer erfolglos. Währenddessen hält Luther hier in Wittenberg, in diesem Raum, seine Vorlesungen. In der Gelehrtensprache Latein. Zweimal die Woche, morgens um 6 Uhr, im Winter um 7. Er ist ein fleißiger Arbeiter, bereitet sich sorgfältig auf seine Vorlesungen vor und leidet gleichzeitig Höllenqualen. Was ihn quält, ist seine eigene Unvollkommenheit. Luthers Gewissensqualen sind fast pathologisch. Bei jeder Messe, die er hält, bei jeder Beichte, bei jedem Gebet fragt er sich, müsste ich nicht noch frommer sein? Bin ich nicht gerade deshalb ein Sünder? Luther rechnet damit, dass der jüngste Tag noch zu seinen Lebzeiten kommt. Danke. Wenn er dann als Sünder dasteht, wird er mit ewiger Verdammnis bestraft. Und das wäre dann das Schlimmste, was es geben kann. Viel schlimmer, als einfach nur zu sterben. Aber eines Tages hat er sein Aha-Erlebnis. Wahrscheinlich kam ihm die Erleuchtung nicht in seiner Studierstube im Turm, sondern auf seinem stillen Örtchen, das vor einigen Jahren von Archäologen in Wittenberg ausgegraben wurde. Allein aus dem Glauben und der Gnade Gottes kommt die Erlösung. Das war Luthers revolutionärer Gedankengang. Man kann sich mit noch so frommen Werken abmühen, sagt er. Kein Gutmenschentum bringt einen näher zu Gott. Aber das bedeutet auch, alles Brimborium der Kirche ist unwichtig. Und Luther beruft sich dabei auf den Römerbrief, also auf die Bibel. Auch wenn Martin Luther das Fresko wahrscheinlich nie gesehen hat, er denkt genau das, was Michelangelo an die Decke der Sixtinischen Kapelle gemalt hat. Jeder einzelne Mensch hat einen direkten Draht zu Gott. Arm und reich,
fromm oder Sünder, ohne jede Vorleistung und ohne die Vermittlung der ganzen geweihten Geistlichkeit. Ich habe so das Gefühl, Luther hat was wiederentdeckt, was für mich zumindest ganz am Anfang der Christusgeschichte steht, nämlich der Glaube an Gott. Es ist der Einzelne im Verhältnis zu Gott, es ist der Glaube, der sozusagen zum Dreh- und Angelpunkt des Gottesverhältnisses wird. Nicht die Sakralinstitution mit ihrem Heilsangebot, den Sakramenten und so weiter, sondern der dem Einzelnen zuteil werdende Zuspruch. Die Frage ist ja, wie wird dieser Glaube zu Gott kommuniziert, wie wird man dessen teilhaftig, wie wird man in diesen Zusammenhang einbezogen? Ja. Und da würde Luther sagen, eben nicht durch die bloße Mitgliedschaft in einer Sakralinstitution, sondern wir würden vielleicht formulieren durch Partizipation, durch Teilhabe und das heißt Glaube. Und wieso hat die katholische Kirche auf diese Art von Theologie eigentlich so radikal reagiert? Also warum musste es zu einem Bruch kommen? Ich meine, es sind schon so viele Strömungen in der katholischen Kirche aufgetreten. Es gibt diesen wunderschönen englischen Satz, if you can't beat them, join them. Also warum nicht einbauen, warum muss es zu so einem Bruch kommen? Von der bloßen sozusagen theologischen oder auch religiösen Frage her ist dieser Bruch zweifellos vermeidbar gewesen. Aber das Religiöse greift eben mit dem Politischen, mit dem Ökonomischen ineinander. Mhm. Und dadurch führt es im Grunde zu einem relativ explosiven Phänomen. Erzbischof Albrecht hat zwar große Macht, aber sein Problem sind Schulden durch die Bestechungsgelder für den Erwerb des bischöflichen Stuhls in Mainz. Die Lösung ist der Verkauf von Ablassbriefen. Jeder kann sich mit den Papieren von Fegefeuer und Sündenstrafen freikaufen, für einen erschwinglichen Betrag, nach Einkommen gestaffelt, sogar auf Vorrat für noch gar nicht begangene Sünden. Jetzt wird der Ablass von dem Dominikanermönch Johann Tetzel im Auftrag von Bischof Albrecht aggressiv vermarktet. Denn er hat sich gegenüber Rom verpflichtet, die Einnahmen zu verdoppeln. Der Ablass ist praktisch ein Wertpapier für die Ewigkeit, eine Aktie gegen die Angst. Seelsorge und frühmoderne Finanztechnik gehen eine unheilvolle Verbindung ein. Dabei kommt eine sehr nützliche Erfindung dieser Jahre zum Einsatz, das Drucken. Anders wären Tausende von Ablasszetteln auch gar nicht herzustellen. In ganz Europa kommt es damals zu einer ersten Medienrevolution, vergleichbar nur mit der Digitalisierung 500 Jahre später. Johannes Gutenberg aus Mainz, er hat diese neue Technologie erfunden und marktreif gemacht. Natürlich ging es damals langsamer. Aber der Buchdruck löst noch viel mehr aus. Überall machen Druckereien auf, die Bücher und vor allem Flugschriften drucken. Heute würde man sagen Flyer. Informationen und Ideen, die bisher nur eine Handvoll Kleriker interessierten, sind plötzlich jedermann für kleines Geld zugänglich. Die Alphabetisierung macht riesige Fortschritte. Jeder will nun mitlesen und mitreden können. Wie sehr der Ablassverkauf die Gläubigen beschäftigt, erlebt Martin Luther als Beichtvater jeden Tag. Außerdem sieht er sich jetzt als Experte für die Gnadenlehre besonders herausgefordert. Er schreibt seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Die Missstände in der Kirche liefern reichlich Sprengstoff. Dass Luther mit seinen Thesen jetzt den Zündfunken liefert, ist ihm selbst gar nicht klar. Er will eigentlich nur eine Fachdiskussion anstoßen und seinen Erzbischof darauf aufmerksam machen, was da in dessen Namen getrieben wird. Luther war naiv genug zu glauben, das Kirchenoberhaupt wisse nichts von den Exzessen des Ablasshandels. Seelenheil gegen Geld, das kann doch wohl nicht wahr sein, findet Luther. Aber hat er denn nun tatsächlich an diese Tür seine 95 Thesen genagelt? Naja, an diese Tür sicher nicht. Das ist eine Bronzetür, die wurde erst später eingebaut. Die Hammerschläge von Martin Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg sind unbewiesen. Vielleicht war es der Pedell, der Hausmeister der Universität. Luther hatte ja diese altertümliche Form, Öffentlichkeit herzustellen, auch gar nicht mehr nötig. Es gab ja den Buchdruck.
Das heißt, die gleiche Technik, die den Ablass und das Volk gebracht hat, die verbreitet nun auch seine Kritik. Das Einzige, was wirklich sicher ist, ist der Jubiläumstag der Reformation, der 31. Oktober 1517. An diesem Tag schickt Luther die erste Druckfassung der 95 Thesen an seinen Erzbischof Albrecht von Brandenburg. Der Ton seines Briefes ist demütig, die Argumente sind einfach. So einfach, dass sie bald jeder versteht. Vom Hintergrund des Ablasshandels, von den Finanzen der Kirche, weiß Luther ebenso wenig wie von den geheimen Abmachungen zwischen Mainz und Rom über die Verteilung der Einnahmen. Im Kern sagt er, die Gnade des allmächtigen Gottes kann nicht abhängig sein von den Münzen in den Kästen der Ablasshändler. Schon in seiner ersten These meint er, wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, dann meint er damit, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Luther will die Kirche nicht spalten. Er will sie nur in ihre richtigen Form wieder einsetzen. Papst ist inzwischen Leo X., ein Mann aus Florenz, aus der Familie Medici. Der Mainzer Erzbischof leitet Luthers Brief an ihn weiter und in Rom bleibt er erst einmal liegen. Ein Streit unter deutschen Mönchen. So etwas findet der Papst wenig unterhaltsam. Stattdessen vergnügt er sich lieber mit groben Späßen an seinem Hof. Aber dann geschieht etwas völlig Überraschendes. Der lateinische Text der 95 Thesen wird in kurzer Zeit mehrfach nachgedruckt und bald auch übersetzt ins Deutsche und in andere Sprachen. Überall tauchen plötzlich Raubkopien auf. Luther hat dabei für keine seiner Schriften jemals Geld bekommen. Das Copyright ist noch nicht erfunden. Nur über schlampige Nachdrucke ärgert er sich, über Verfälschungen, die den anonymen Raubdruckern immer wieder unterlaufen. Die Mechanismen des neuen Massenmediums Buchdruck durchschaut noch niemand. Aus dem Fachtext wird, keiner weiß wie, innerhalb kurzer Zeit eine Massenauflage. Die Kirche reagiert genauso wie früher schon, wenn jemand von der reinen Lehre abwich, mit Zuckerbrot und Peitsche. Der aufsässige Mönch aus Wittenberg soll auf Linie gebracht werden. Mit Briefen, Verhören und anderen Aktionen. Unter anderem mit akademischen Streitgesprächen, sogenannten Disputationen. Hier in Heidelberg wird er mit den berühmtesten Professoren dieser altehrwürdigen Universität konfrontiert. Und er schlägt sich mehr als tapfer. Wenn die Liebe Gottes am Menschen lebendig wirksam ist, dann liebt er die Sündigen. Die Bösen, die Törichten und die Schwachen, um sie zu Gerechten, Guten, Klugen und Starken zu machen. So strömt die Liebe Gottes hervor und teilt das Gute aus. Nicht wer viele gute Werke tut, ist gerecht, sondern wer ohne Werke an Christus glaubt. Der Gerechte lebt aus dem Glauben, sagt nämlich Apostel Paulus. Jetzt sagst du vielleicht, was sollen wir denn nun tun? Sollen wir ganz untätig bleiben? Ich antworte dir nein, sondern knie nieder und bete um Gnade. Setz deine Hoffnung ganz auf Christus. In ihm haben wir unser Heil, unser Leben, unsere Auferstehung. Das Gesetz erniedrigt uns. Die Gnade erhöht uns. Das Gesetz schafft Furcht und Zorn. Die Gnade schafft Hoffnung und Erbarmen. Man will nicht mit Luther diskutieren. Man will, dass er zu Kreuze kriecht. Aber Luthers Breitenwirkung ist enorm. Viele aus dem Publikum werden sofort zu seinen begeisterten Anhängern, die dann überall im Land wieder neue gewinnen. Eine Lawine ist losgetreten. Er sucht Gott. Dass Worte so viel bewegen können, das ist schon eine neue Qualität. Durch die Verfolgung radikalisiert sich Luther immer weiter. Mit immer neuen Schriften führt er seine Gedanken aus. Und das junge Medium Buchdruck, das ist ja ganz begierig auf Content. Da kommt so einer wie Luther gerade recht. Für ihn ist der Papst inzwischen nur noch der Antichrist. Die Palette seiner Themen wird immer breiter. Theologie, aber auch Politik und Bildung. Schon die Titel haben etwas Aufrüttelndes. An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Oder von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche.
oder von der Freiheit eines Christenmenschen. Also man ist frei als Christenmensch, sich der vorgefundenen Ordnung anzupassen und es nicht und nicht zu versuchen, diese Ordnung zu ändern. Ist das ja die Freiheit? Man muss unterscheiden bei ihm zwischen sozusagen der inneren Freiheit im Verhältnis zu Gott, die für ihn einhergeht, mit der Bereitschaft, sich in die von Gott gestiftete Ordnung einzufügen. Also ja. Freiheit ist kein politisches Emanzipationsprogramm, sondern Freiheit bedeutet für Luther die durch die Gnade Gottes ermöglichte Einfügung in die vorhandene Schöpfungsordnung. In dieser Zeit gibt es ein einschneidendes Ereignis. Mit 60 Jahren stirbt Kaiser Maximilian. Er hat sein Haus bestellt, aber seine Nachfolge ist kein Automatismus. Der Habsburger Prinz Karl ist inzwischen 19 Jahre alt geworden. Er ist bereits König von Spanien. Damit er jetzt in Deutschland Kaiser wird, muss er noch von den Kurfürsten gewählt werden. Das ist beileibe keine Formsache. Wie bringt man Kurfürsten auf Linie? Aber man kennt das ja. Erst gibt es lange Verhandlungen und schließlich wird dann doch eine horrende Bestechungssumme bezahlt. Berichte sprechen von 850.000 Gulden. Aber der junge Habsburger Karl V., der sich jetzt erwählter Kaiser nennt, hat eine schwache Position, denn er braucht die Anerkennung seiner Macht durch die deutschen Landesfürsten. Zu diesem Zweck kommt er erstmals aus Spanien auf deutschem Boden. Der Papst erhöht den Druck auf Luther unterdessen immer weiter, bis er schließlich den Kirchenbann ausspricht. Damit ist Luther offiziell zum Ketzer erklärt und aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Jetzt muss der Kaiser nach geltendem Recht auch die Reichsacht über ihn verhängen. Luthers Landesherr ist Friedrich der Weise, der Kurfürst von Sachsen. Ein politischer Fuchs, ein Fürst mit großem Ansehen. Er bleibt zwar katholisch, aber er versteht, dass man mit einem wie Luther Politik machen kann. Wer ihn hat, hat ein Fürstpfand und bekommt selbst mehr Einfluss. Friedrich der Weise sorgt dafür, dass der beschuldigte Luther zunächst einmal angehört wird. Das geschieht im April 1521 auf dem Reichstag in Worms. Hier sind sie alle versammelt. Auf seinem Thron an der Schmalseite der junge Kaiser Karl V., an seiner Seite der Dolmetscher, denn der Kaiser spricht kein Wort Deutsch. Als Gast der päpstliche Sondergesandte Hieronymus Aleander, ein hochgelehrter Humanist und Diplomat. Der Kaiser ist umgeben von seinen Kurfürsten, angeführt von dem Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg, der hier zum ersten Mal den rebellischen Luther trifft, und unter den Kurfürsten auch Friedrich der Weise von Sachsen, Luthers Landesherr. Und dann haben wir da noch die Reichsfürsten. Links die Geistlichen, rechts die Weltlichen. Und hinten auf den ganz billigen Plätzen, da sind die Vertreter der Reichsstädte. Sie haben rechtlich kein Gewicht, publizistisch und politisch aber umso mehr, denn in den Städten hat Martin Luther die meisten Anhänger und dort gibt es die meisten Druckerpressen. Nicht weniger als 81 Titel von Martin Luther sind in dieser Zeit schon erschienen. Und hier also nun vertritt er an zwei Tagen seine Sache. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. So hat es der Wittenberger zwar nicht gesagt, aber so ähnlich. Durch die Jahrhunderte ist aus dieser Szene ein riesiger Mythos geworden. Luther, der Held gegen eine Welt von Schurken. Doch auf Luthers Seite steht eine ganz neue Macht, die es vorher nicht gab. Medienöffentlichkeit. Das schützt ihn, anders als alle Ketzer vor ihm. Tatsache ist, dass Luther seine Schriften und Gedanken nicht zurücknimmt. Er beruft sich auf sein Gewissen. Das Individuum fordert sein Recht. Der 21-jährige Kaiser kann den ungelösten Kirchenkonflikt nicht gebrauchen. Das ist sein erster Reichstag. Es kommt darauf an, dass er Autorität erwirbt. Der Wittenberger Mönch ist ihm so lästig wie die Missbildung seines Unterkiefers. Und er braucht Geld zur Abwehr der Türken, die in Europa immer weiter westwärts drängen. Die Reichsfürsten dagegen spielen auf Zeit. Auch unter ihnen sehen viele die Kirche sehr kritisch. Aber sich zu früh festlegen könnte heißen, man landet auf der Verliererseite. Eine goldene Regel in der Politik. Bis heute. Schließlich verhängt der Kaiser über Luther die Reichsacht. Das Edikt wird sofort gedruckt und vielerorts ausgehängt. Niemand darf Luther helfen, seine Schriften drucken. Jeder soll ihn gefangen nehmen und dem Kaiser ausliefern. Doch Friedrich der Weise inszeniert eine Entführung.
Auf dem Rückweg von Worms kapern ein paar bewaffnete Luthers Karren und bringen ihn auf die Wartburg. Es ist ein Trick des sächsischen Kurfürsten. So kann Luther in seinem Herrschaftsgebiet untertauchen, ohne dass der Landesherr sich offen gegen den Kaiser stellen muss. Weiß man denn, ob Luther vorher schon gewusst hat, dass im Zweifel, wenn es ganz kritisch wird, sein Landesherr ihn retten wird und ihn sozusagen aus dem wahrsten Sinn des Wortes aus der Schusslinie nehmen wird? Also erste Nachrichten davon hat er erst nach dem Verhör. Da wurde ihm dann bedeutet, dass es zu einer sozusagen Deportation kommen würde, zu einem inszenierten Überfall. Mhm. In diesem Wissen hat er dann Worms verlassen und wusste, dass es dann in den nächsten Tagen irgendwie passieren würde. Ja. Aber wohin er verbracht werden würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber bei all den, also bei all diesen Aktivitäten muss ihm doch völlig klar gewesen sein, hier geht es nicht mehr um Theologie, hier geht es um Politik. Und hier ist er zu einer Figur auch des politischen Schachspiels geworden. Ja, also das kann man ja nicht trennen. Ja. Für Luther ging es ineinander und für ihn war es natürlich eine letztlich von Gott verhängte oder eröffnete Situation, dass er am Leben blieb, dass er diese Wirkung entfalten konnte. Er sah sich als Prophet Gottes, durch den Gott handelt und durch den sozusagen das Evangelium jetzt kurz vor dem Ende der Zeiten abermals verkündet werden kann. In seinem entlegenen Unterschlupf beginnt Luther, oder Junker Jörg, wie er sich jetzt nennt, eine deutsche Fassung der Bibel zu schreiben. Und zwar eine, die jeder verstehen kann, auch der gemeine Mann. Und er wird damit prägend für die neuhochdeutsche Sprache. Unser Deutsch ist zwar längst dabei, sich zu entwickeln, unter anderem durch Buchdruck und die vielen Flugschriften, aber noch heute benutzen wir Worte, die Martin Luther erfunden hat. Zum Beispiel Denkzettel, Feuereifer, Machtwort, Nächstenliebe und Sündenbock. Jetzt also sitzt Martin Luther auf der Wartburg. Er tritt nicht auf, er predigt nicht. Offiziell weiß niemand, wo er sich befindet. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, die Causa Lutheri einfach in der Versenkung verschwinden zu lassen. Wenn jetzt noch etwas Gras drüber wächst, kann die Welt sich weiterdrehen, als ob nichts passiert wäre. Die Sache hat nur einen Haken. Luthers Ideen sind nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Hunderte Auflagen seiner Texte sind bereits gedruckt. Und die verschwinden nicht mehr, auch wenn man sie öffentlich verbrennt. Und so wird daraus eine Riesensache, die uns bis heute beschäftigt. Die Geschichte der Reformation geht jetzt erst richtig los. Vor Selbstbewusstsein. Kurz vor Luthers Besuch in Florenz ist der Maler Sandro Botticelli gestorben. Dessen Lieblingsmodell hieß Simonetta Vespucci. In der Geburt der Venus und in anderen Bildern hat er sie verewigt. Sie gilt als schönste Frau von Florenz. Vespucci, das ist in der Renaissance ein klangvoller Name, nicht nur in Italien. Vor allem wegen Simonettas Schwager Amerigo Vespucci. Er ist einer der ersten großen Weltreisenden, der erste Bestsellerautor und er wird zum Taufpaten eines ganzen Kontinents. Aus seinem Vornamen Amerigo machen deutsche Kartografen den Namen für die neu entdeckte Welt, Amerika. Von den neuen Inseln und Ländern im Westen, wie er sich ausdrückt, hat auch Martin Luther irgendwann gehört. Aber den Namen Amerika kennt er nicht. Und die Tragweite dieser Entdeckung kann er erst recht nicht überblicken. Wie die meisten seiner Zeitgenossen.
So läuft Luther durch Florenz, in jenen Jahren eine Hochburg von Geld und Geist, ohne viel über die Renaissance zu erfahren und über das Neue, das sie auf allen Wissensgebieten hervorbringt. Damals braucht jede Art von Information lange, um sich auszubreiten, manchmal Jahre. Und auch Luthers Weltkenntnis ist noch eng begrenzt. Aber die Wissenselite entwickelt schon was Neues, von dem auch Luther bald profitieren wird. Eine neue Art zu denken, die Geisteswissenschaft. Von Florenz aus sammeln die Humanisten, wie man sie nennt, in ganz Europa verschollene und verfemte Bücher. Denn sie interessieren sich für das Wissen, das von der Kirche verdrängt oder vergessen wurde. Und noch etwas wird im kreativen Klima von Florenz entdeckt. Die Zentralperspektive. Ja, heute lernt jedes Kind perspektivisch zu zeichnen. Aber darauf muss man erst mal kommen. Jahrhundertelang malte man anders. Zum Beispiel auf diesem Altarbild aus Flandern. Die Stifterfiguren und die Engel sind viel kleiner gemalt, obwohl sie doch im Vordergrund stehen. Groß sind nur Maria und Josef, die Hirten und die Heiligen. Die Größe richtet sich nicht nach dem natürlichen Sehen, sondern nach der Bedeutung der Personen. Nur wenige Jahre später hat die Zentralperspektive gesiegt. Die Größenverhältnisse stimmen, bei den Figuren und sogar bei den Gebäuden. Ein starker Eindruck von räumlicher Tiefe entsteht, der schon vor 500 Jahren die Betrachter verblüfft. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für Stung durch das Feuer. Eine rechtmäßige Strafe für einen Ketzer und damals gängige Praxis. Und da wird Luther natürlich klar, Glaubensfragen sind alles andere als harmlos. Da geht es schon mal schnell um Leben und Tod. Und das ist der stärkste Eindruck, den Luther aus Florenz mitnimmt. Seine große Angst wird davon bestimmt nicht kleiner. Wenig später kommt Martin Luther in Rom an, im Machtzentrum der Kirche. Aber damals ist die ewige Stadt teils Großbaustelle, teils ein verlassenes Trümmerfeld. Wie kaum etwas sonst symbolisiert sie damit den Zustand Europas. Der heutige Petersdom steht damals noch nicht. Die Vorgängerkirche existiert noch, während schon am Neubau gearbeitet wird. Papst ist zu dieser Zeit Julius II., ein reiner Machtpolitiker. Er reitet noch als alter Mann lieber mit seinen Söldnern in die Schlacht, als sich mit Glaubensfragen zu beschäftigen. Papst Julius II. Lässt jetzt die Pläne für den Petersdom ausarbeiten. Großbauten fertigzustellen dauert lange. Sie sind teuer und werden während der Bauzeit immer teurer. Das gilt schon damals. Und der immense Geldbedarf im Vatikan wird die Welt noch beschäftigen. Derweilen macht Martin Luther hier brav seine Bußübungen, so wie sie für einen Pilger vorgeschrieben sind. Hier rutscht er vorschriftsmäßig auf den Knien die heilige Treppe hoch. Er besucht alle 7 Pilgerkirchen, macht sogar die Generalbeichte, aber manches stört ihn. Vor allem das lüsterne Treiben der Kardinäle und Päpste, von dem er schon einiges gehört hat. Aber noch nichts weist darauf hin, dass der Mann aus dem Norden mal ein Rebell werden könnte. Die Sixtinische Kapelle, in der die Päpste gewählt werden, bekommt während Luthers Rombesuch schon ihre zweite Wandausmalung. Ein Künstler aus Florenz hat den Auftrag bekommen, Michelangelo Buonarroti. Er sieht sich vor allem als Bildhauer, ist aber zugleich ein begnadeter Maler. Michelangelo hat sich etwas ausgedacht, das die Zeitgenossen ungeheuerlich finden. Keine Verherrlichung der mächtigen Kirche, sondern ein Schöpfungsbild. Gott Vater und Adam, nur durch einen Fingerspalt getrennt. Ein einzelner nackter Mensch im direkten Kontakt mit Gott. Die Augustiner-Eremiten, Luthers Orden, organisieren und überwachen die Ausmalung der Sixtinischen Kapelle durch Michelangelo. Luther: Genaue Beobachtung der Patienten und ihrer Krankheiten. Also durch das Erfahrungswissen. Und so ziemlich zu der gleichen Zeit, als Martin Luther hier seine Leiden auskuriert, begründet hier einer die Wissenschaft Anatomie. Er heißt Leonardo da Vinci und ist ebenso sehr Naturforscher und Ingenieur wie Maler.
schon zu Lebzeiten berühmt und von den Mächtigen umworben. Einer, der den Mut hat, den Dingen auf den Grund zu gehen. Seine anatomische Forschung betreibt Leonardo heimlich im Keller, nachts bei Fackelschein. Denn Experimente an Leichen sind von der Kirche streng verboten. Leonardo entdeckt den genauen Aufbau des menschlichen Körpers und findet Krankheitsursachen wie die Arterienverkalkung. Er hält seine Ergebnisse in Skizzen fest und bringt damit auch die Kunst entscheidend voran. Die menschliche Anatomie kennen zu wollen, das verbindet seit der Renaissance Künstler und Wissenschaftler. Leonardo da Vinci ist in der Zeit um 1500 auf den Straßen Norditaliens ein scharfer Beobachter. Er will die Wirklichkeit ganz und gar verstehen. Was er mit den Augen erfasst, hält er mit dem Zeichenstift fest. Leonardos Mut, sein unabhängiger Geist, müsste Martin Luther eigentlich sympathisch sein. Aber Luther interessiert sich nicht für Kunst. Wäre Luther Leonardo zufällig auf den Straßen von Florenz begegnet, er hätte ihn nicht erkannt. Sonst hätte Luther hier die besten Künstler der Welt, die Stars ihrer Zeit, treffen können. Denn um 1500, da vibrierte und explodierte in Florenz die Kreativität. Sie wurde zur Boomtown für alle Maler und Bildhauer, Denker und Forscher. Und sogar das Porträt wurde hier in Norditalien entwickelt. Die mittelalterliche Kunst beschränkte sich vor allem auf die Darstellung frommer Szenen. Aus den Porträts der Renaissance springen uns jetzt Gesichter entgegen, wie es sie vorher nicht gab. Ausgeprägte Individuen. Die Kaufleute und Bankiers der Toskana und ihre Frauen strotzen vor Selbstbewusstsein. Kurz vor Luthers Besuch in Florenz ist der Maler Sandro Botticelli gestorben. Dessen Lieblingsmodell hieß Simonetta Vespucci. In der Geburt der Venus und in anderen Bildern hat er sie verewigt. Sie gilt als schönste Frau von Florenz. Vespucci, das ist in der Renaissance ein klangvoller Name, nicht nur in Italien. Vor allem wegen Simonettas Schwager Amerigo Vespucci. Ihrer Gedankengang. Man kann sich mit noch so frommen Werken abmühen, sagt er. Kein Gutmenschentum bringt einen näher zu Gott. Aber das bedeutet auch, alles Brimborium der Kirche ist unwichtig. Und Luther beruft sich dabei auf den Römerbrief, also auf die Bibel. Auch wenn Martin Luther das Fresko wahrscheinlich nie gesehen hat, er denkt genau das, was Michelangelo an die Decke der Sixtinischen Kapelle gemalt hat. Jeder einzelne Mensch hat einen direkten Draht zu Gott. Arm und reich, fromm oder Sünder. Ohne jede Vorleistung und ohne die Vermittlung der ganzen geweihten Geistlichkeit. Ich habe so das Gefühl, Luther hat was wiederentdeckt, was für mich zumindest ganz am Anfang der Christusgeschichte steht. Nämlich der Glaube an Gott. Es ist der Einzelne im Verhältnis zu Gott, es ist der Glaube, der sozusagen zum Dreh- und Angelpunkt des Gottesverhältnisses wird. Nicht die Sakralinstitution mit ihrem Heilsangebot, den Sakramenten und so weiter, sondern der dem Einzelnen zuteil werdende Zuspruch. Die Frage ist ja, wie wird dieser Glaube zu Gott kommuniziert, wie wird man dessen teilhaftig, wie wird man in diesen Zusammenhang einbezogen? Ja. Und da würde Luther sagen, eben nicht durch die bloße Mitgliedschaft in einer Sakralinstitution, sondern wir würden vielleicht formulieren durch Partizipation, durch Teilhabe und das heißt Glaube. Und wieso hat die katholische Kirche auf diese Art von Theologie eigentlich so radikal reagiert? Also warum musste es zu einem Bruch kommen? Ich meine, es sind schon so viele Strömungen in der katholischen Kirche aufgetreten. Es gibt diesen wunderschönen englischen Satz, if you can't beat them, join them. Also warum nicht einbauen, warum muss es zu so einem Bruch kommen? Von der bloßen sozusagen theologischen oder auch religiösen Frage her ist dieser Bruch zweifellos vermeidbar gewesen. Aber das Religiöse greift eben mit dem Politischen, mit dem Ökonomischen ineinander. Und dadurch führt es im Grunde zu einem relativ explosiven Phänomen. Erzbischof Albrecht hat zwar große Macht,
Aber sein Problem sind Schulden durch die Bestechungsgelder für den Erwerb des bischöflichen Stuhls in Mainz. Die Lösung ist der Verkauf von Ablassbriefen. Jeder kann sich mit den Papieren von Fegefeuer und Sündenstrafen freikaufen. Für einen erschwinglichen Betrag, nach Einkommen gestaffelt. Sogar auf Vorrat, für noch gar nicht begangene Sünden. Jetzt wird der Ablass von dem Dominikanermönch Johann Tetzel im Auftrag von Bischof Albrecht aggressiv vermarktet. Denn er hat sich gegenüber Rom verpflichtet, die Einnahmen zu verdoppeln. Der Ablass ist praktisch ein Wertpapier für die Ehe. Doch Friedrich der Weise inszeniert eine Entführung. Auf dem Rückweg von Worms kapern ein paar Bewaffnete Luthers Karren und bringen ihn auf die Wartburg. Es ist ein Trick des sächsischen Kurfürsten. So kann Luther in seinem Herrschaftsgebiet untertauchen, ohne dass der Landesherr sich offen gegen den Kaiser stellen muss. Weiß man denn, ob Luther vorher schon gewusst hat, dass im Zweifel, wenn es ganz kritisch wird, sein Landesherr ihn retten wird und ihn sozusagen aus, im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schusslinie nehmen wird? Also erste Nachrichten davon hat er erst nach dem Verhör. Da wurde ihm dann bedeutet, dass es zu einer sozusagen Deportation kommen würde, zu einem inszenierten Überfall. Mhm. In diesem Wissen hat er dann Worms verlassen und wusste, dass es dann in den nächsten Tagen irgendwie passieren würde. Ja. Aber wohin er verbracht werden würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber bei all den, also bei all diesen Aktivitäten muss ihm doch völlig klar gewesen sein, hier geht es nicht mehr um Theologie, hier geht es um Politik. Und hier ist er zu einer Figur auch des politischen Schachspiels geworden. Ja, also das kann man ja nicht trennen. Ja. Für Luther ging es ineinander und für ihn war es natürlich eine letztlich von Gott verhängte oder eröffnete Situation, dass er am Leben blieb, dass er diese Wirkung entfalten konnte. Er sah sich als Prophet Gottes, durch den Gott handelt und durch den sozusagen das Evangelium jetzt kurz vor dem Ende der Zeiten abermals verkündet werden kann. In seinem entlegenen Unterschlupf beginnt Luther, oder Junker Jörg, wie er sich jetzt nennt, eine deutsche Fassung der Bibel zu schreiben. Und zwar eine, die jeder verstehen kann, auch der gemeine Mann. Und er wird damit prägend für die neuhochdeutsche Sprache. Unser Deutsch ist zwar längst dabei, sich zu entwickeln, unter anderem durch Buchdruck und die vielen Flugschriften, aber noch heute benutzen wir Worte, die Martin Luther erfunden hat, zum Beispiel Denkzettel, Feuereifer, Machtwort, Nächstenliebe und Sündenbock. Jetzt also sitzt Martin Luther auf der Wartburg. Er tritt nicht auf, er predigt nicht. Offiziell weiß niemand, wo er sich befindet. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, die Causa Lutheri einfach in der Versenkung verschwinden zu lassen. Wenn jetzt noch etwas Gras drüber wächst, kann die Welt sich weiterdrehen, als ob nichts passiert wäre. Die Sache hat nur einen Haken. Luthers Ideen sind nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Hunderte Auflagen seiner Texte sind bereits gedruckt. Und die verschwinden nicht mehr, auch wenn man sie öffentlich verbrennt. Und so wird daraus eine Riesensache, die uns bis heute beschäftigt. Die Geschichte der vergleichbar nur mit der Digitalisierung 500 Jahre später. Johannes Gutenberg aus Mainz. Er hat diese neue Technologie erfunden und marktreif gemacht. Natürlich ging es damals langsamer. Aber der Buchdruck löst noch viel mehr aus. Überall machen Druckereien auf, die Bücher und vor allem Flugschriften drucken. Heute würde man sagen Flyer. Informationen und Ideen, die bisher nur eine Handvoll Kleriker interessierten, sind plötzlich jedermann für kleines Geld zugänglich. Die Alphabetisierung macht riesige Fortschritte. Jeder will nun mitlesen und mitreden können. Wie sehr der Ablassverkauf die Gläubigen beschäftigt, erlebt Martin Luther als Beichtvater jeden Tag. Außerdem sieht er sich jetzt als Experte für die Gnadenlehre besonders herausgefordert. Er schreibt seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Die Missstände in der Kirche liefern reichlich Sprengstoff.
Dass Luther mit seinen Thesen jetzt den Zündfunken liefert, ist ihm selbst gar nicht klar. Er will eigentlich nur eine Fachdiskussion anstoßen und seinen Erzbischof darauf aufmerksam machen, was da in dessen Namen getrieben wird. Luther war naiv genug zu glauben, das Kirchenoberhaupt wisse nichts von den Exzessen des Ablasshandels. Seelenheil gegen Geld, das kann doch wohl nicht wahr sein, findet Luther. Aber hat er denn nun tatsächlich an diese Tür seine 95 Thesen genagelt? Naja, an diese Tür sicher nicht. Das ist eine Bronzetür, die wurde erst später eingebaut. Die Hammerschläge von Martin Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg sind unbewiesen. Vielleicht war es der Pedell, der Hausmeister der Universität. Luther hatte ja diese altertümliche Form, Öffentlichkeit herzustellen, auch gar nicht mehr nötig. Es gab ja den Buchdruck. Das heißt, die gleiche Technik, die den Ablass und das Volk gebracht hat, die verbreitet nun auch seine Kritik. Das Einzige, was wirklich sicher ist, ist der Jubiläumstag der Reformation. Der 31. Oktober 1517. An diesem Tag schickt Luther die erste Druckfassung der 95 Thesen an seinen Erzbischof Albrecht von Brandenburg. Der Ton seines Briefes ist demütig. Die Argumente sind einfach. So einfach, dass sie bald jeder versteht. Vom Hintergrund des Ablasshandels, von den Finanzen der Kirche, weiß Luther ebenso wenig wie von den geheimen Abmachungen zwischen Mainz und Rom über die Verteilung der Einnahmen. Im Kern sagt er, die Gnade des allmächtigen Gottes kann nicht abhängig sein von den Münzen in den Kästen der Ablasshändler. Schon in seiner ersten... Luthers revolutionärer Gedankengang. Man kann sich mit noch so frommen Werken abmühen, sagt er. Kein Gutmenschentum bringt einen näher zu Gott. Aber das bedeutet auch, alles Brimborium der Kirche ist unwichtig. Und Luther beruft sich dabei auf den Römerbrief, also auf die Bibel. Auch wenn Martin Luther das Fresko wahrscheinlich nie gesehen hat, er denkt genau das, was Michelangelo an die Decke der Sixtinischen Kapelle gemalt hat. Jeder einzelne Mensch hat einen direkten Draht zu Gott. Arm und reich, fromm oder Sünder. Ohne jede Vorleistung und ohne die Vermittlung der ganzen geweihten Geistlichkeit. Ich habe so das Gefühl, Luther hat was wiederentdeckt, was für mich zumindest ganz am Anfang der Christusgeschichte steht, nämlich der Glaube an Gott. Es ist der Einzelne im Verhältnis zu Gott, es ist der Glaube, der sozusagen zum Dreh- und Angelpunkt des Gottesverhältnisses wird. Nicht die Sakralinstitution mit ihrem Heilsangebot, den Sakramenten und so weiter, sondern der dem Einzelnen zuteil werdende Zuspruch. Die Frage ist ja, wie wird dieser Glaube zu Gott kommuniziert, wie wird man dessen teilhaftig, wie wird man in diesen Zusammenhang einbezogen? Ja. Und da würde Luther sagen, eben nicht durch die bloße Mitgliedschaft in einer Sakralinstitution, sondern wir würden vielleicht formulieren durch Partizipation, durch Teilhabe und das heißt Glaube. Und wieso hat die katholische Kirche auf diese Art von Theologie eigentlich so radikal reagiert? Also warum musste es zu einem Bruch kommen? Ich meine, es sind schon so viele Strömungen in der katholischen Kirche aufgetreten. Es gibt diesen wunderschönen englischen Satz, if you can't beat them, join them. Also warum nicht einbauen, warum muss es zu so einem Bruch kommen? Von der bloßen sozusagen theologischen oder auch religiösen Frage her ist dieser Bruch zweifellos vermeidbar gewesen. Aber das Religiöse greift eben mit dem Politischen, mit dem Ökonomischen ineinander. Und dadurch führt es im Grunde zu einem relativ explosiven Phänomen. Erzbischof Albrecht hat zwar große Macht, aber sein Problem sind Schulden durch die Bestechungsgelder für den Erwerb des bischöflichen Stuhls in Mainz. Die Lösung ist der Verkauf von Ablassbriefen. Jeder kann sich mit den Papieren von Fegefeuer und Sündenstrafen freikaufen, für einen erschwinglichen Betrag, nach Einkommen gestaffelt, sogar auf Vorrat für noch gar nicht begangene Sünden. Jetzt wird der Ablass von dem Dominikanermönch Johann Tetzel im Auftrag von Bischof Albrecht aggressiv vermarktet. Denn er hat sich gegenüber Rom verpflichtet, die Einnahmen zu verdoppeln. Der Ablass ist praktisch ein... Und hier also nun vertritt er an zwei Tagen seine Sache. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. So hat es der Wittenberger zwar nicht gesagt, aber so ähnlich.
Durch die Jahrhunderte ist aus dieser Szene ein riesiger Mythos geworden. Luther, der Held gegen eine Welt von Schurken. Doch auf Luthers Seite steht eine ganz neue Macht, die es vorher nicht gab. Medienöffentlichkeit. Das schützt ihn, anders als alle Ketzer vor ihm. Tatsache ist, dass Luther seine Schriften und Gedanken nicht zurücknimmt. Er beruft sich auf sein Gewissen. Das Individuum fordert sein Recht. Der 21-jährige Kaiser kann den ungelösten Kirchenkonflikt nicht gebrauchen. Es ist sein erster Reichstag. Es kommt darauf an, dass er Autorität erwirbt. Der Wittenberger Mönch ist ihm so lästig wie die Missbildung seines Unterkiefers. Und er braucht Geld zur Abwehr der Türken, die in Europa immer weiter westwärts drängen. Die Reichsfürsten dagegen spielen auf Zeit. Auch unter ihnen sehen viele die Kirche sehr kritisch. Aber sich zu früh festlegen könnte heißen, man landet auf der Verliererseite. Eine goldene Regel in der Politik. Bis heute. Schließlich verhängt der Kaiser über Luther die Reichsacht. Das Edikt wird sofort gedruckt und vielerorts ausgehängt. Niemand darf Luther helfen, seine Schriften drucken. Jeder soll ihn gefangen nehmen und dem Kaiser ausliefern. Doch Friedrich der Weise inszeniert eine Entführung. Auf dem Rückweg von Worms kapern ein paar Bewaffnete Luthers Karren und bringen ihn auf die Wartburg. Es ist ein Trick des sächsischen Kurfürsten. So kann Luther in seinem Herrschaftsgebiet untertauchen, ohne dass der Landesherr sich offen gegen den Kaiser stellen muss. Weiß man denn, ob Luther vorher schon gewusst hat, dass im Zweifel, wenn es ganz kritisch wird, sein Landesherr ihn retten wird und ihn sozusagen aus, im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schusslinie nehmen wird? Also erste Nachrichten davon hat er erst nach dem Verhör. Da wurde ihm dann bedeutet, dass es zu einer sozusagen Deportation kommen würde, zu einem inszenierten Überfall. Mhm. In diesem Wissen hat er dann Worms verlassen und wusste, dass es dann in den nächsten Tagen irgendwie passieren würde. Ja. Aber wohin er verbracht werden würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber bei all den, also bei all diesen Aktivitäten muss ihm doch völlig klar gewesen sein, hier geht es nicht mehr um Theologie, hier geht es um Politik. Und hier ist er zu einer Figur auch des politischen Schachspiels geworden. Ja, also das kann man ja nicht trennen. Ja. Für Luther ging es ineinander und für ihn war es natürlich eine letztlich von Gott verhängte oder eröffnete Situation, dass er am Leben blieb, dass er diese Wirkung entfalten konnte. Er sah sich als Prophet Gottes, durch den Gott handelt und durch den sozusagen das Evangelium. 2 Monate. Die Uhren gehen noch anders. Aber getrödelt haben sie nicht. Sie schaffen durchschnittlich 28 Kilometer am Tag. Während Luther über die Alpen zieht, wächst in einem anderen Teil Europas ein kränklicher Prinz auf. Im heutigen Belgien, in Brüssel und Mecheln. Der Prinz ist ein Enkel des Kaisers Maximilian und heißt Karl. Seine Familie, die Habsburger Dynastie, hat große Pläne mit ihm. Er soll die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation erben. Dazu ganz Spanien mit seinen Besitzungen in Übersee. Aber Prinz Karl hat eine Behinderung. Sein Unterkiefer ist zu lang. Karl kann den Mund nicht schließen. Er sabbert beim Essen und kann schlecht sprechen. Dennoch ist er ungeheuer ehrgeizig. Er will sich die ganze bekannte Welt unterwerfen. Bald wird er Luthers großer Gegenspieler. Warum musste Luther eigentlich über die Alpen laufen? Die Antwort ist ganz einfach. Es gab keine andere Kommunikationsmöglichkeit. In diesen Zeiten musste jede Nachricht noch persönlich überbracht werden. Und es gab einfach nur den Kontakt von Mensch zu Mensch. Und da ist es natürlich auch kein Wunder, dass Martin Luther bei seiner Reise nach Italien nicht viel von der Welt wusste. Dabei hätte es sich gelohnt, denn es fand ein tiefgreifender Umbruch statt. Die ganze Welt scheint aus den Fugen zu sein. Kopernikus behauptet, dass die Erde um die Sonne kreist. Amerika wird entdeckt. Dann werden die ersten europäischen Kolonien gegründet. Zum ersten Mal wird die Welt umsegelt. Ein Nürnberger bastelt den ersten Globus. Darauf fehlt zwar noch einiges, aber im wahrsten Sinne des Wortes entsteht ein neues Bild von der Welt. Die Wissenschaftler vertrauen nicht mehr den Lehren der Kirche, aber sie vertrauen der eigenen Erfahrung und dem Experiment. Humanisten wie Erasmus von Rotterdam überprüfen überlieferte Texte und glauben nicht mehr an die Autorität der Päpste. Und überall werden Universitäten gegründet.
Aber das interessiert Martin Luther gar nicht. Er ist auf einem ganz anderen Trip. Das ist kein Tunnelblick. Es geht ihm wie vielen Menschen, die kriegen von den großen Umwälzungen nicht viel mit. Und Luther und sein Begleiter haben in den Alpen sowieso ganz andere Probleme. Denn nicht in jeder Nacht finden sie ein Kloster für eine Unterkunft. Manchmal muss ein Viehstall reichen. Martin Luther ist auf seiner ersten großen Reise. Auch wenn er schon ein gebildeter Theologe ist, geht es ihm wie den meisten Menschen. Die Zeitenwende um ihn herum übersteigt seine Vorstellung. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein großer Schritt das war. Denn hier wurde nichts Geringeres erfunden als eine neue Art, die Welt zu sehen. Von jetzt an dreht sich alles um das sehende Auge des einzelnen Menschen. Der Mensch erfindet sich neu. Anders kann man es nicht sagen. Er sprengt die Fesseln der alten Ordnung. Und das ist ja an sich schon eine Revolution. Aber es bereitet auch den Boden für das, was Luther Jahre später auslösen wird. Denn diese Entwicklungen werten das Subjekt, den einzelnen Menschen, ungeheuer auf. Und das wirkt sich bis heute aus. Warum geben sich diese Menschen so viel Mühe, einen schön modellierten und definierten Körper zu haben? Auch das geht auf den großen Anfang vor 500 Jahren zurück. Ohne die Renaissance gäbe es doch unser heutiges Schönheitsideal gar nicht. Aber jetzt mal ehrlich, wer von uns hätte denn nicht gerne einen Körper so schön wie eine Skulptur von Michelangelo? Das war ja auch so eine Entdeckung der Renaissance. Der Körper im Hier und Jetzt ist wichtig. Davor dachte man ja nur an das Seelenheil und nicht ans Diesseits. Für die Menschen damals wäre Körpertraining ja reine Zeitverschwendung gewesen. Aber was treibt die Kunden von so einem Fitnessstudio an? Angst? Angst vor der Krankheit, vor dem Alter? Oder gar nicht genügend attraktiv zu sein? Im Mittelalter, da hatte die Angst einen Namen. Fegefeuer und ewige Verdammnis. Und davon gibt es sogar Bilder. Höllenqualen, Fegefeuer, ein baldiges Ende der Welt. Das ist am Ende des Mittelalters oft dargestellt worden. Ein Thema für Maler, aber auch für Wander- und Wunderprediger. Die meisten einfachen Menschen werden von solchen Ängsten umgetrieben. Und ebenso viele Reiche und Mächtige. Damals nehmen sich Geistliche der Menschen und ihre Ängste an. Deren Antwort auf die Angst lautet, tut Buße. Das ist die Grundmelodie vieler Prediger der Zeit. Zum Beispiel Savonarola, ein Mönch wie Luther. Er will ein gottergebenes Leben durchsetzen und wird dabei immer radikaler. Er greift jeden Luxus an und reißt schließlich in Florenz die Herrschaft an sich. Das alles liegt bei Luthers Aufenthalt in Florenz erst wenige Jahre zurück. Savonarola hat nicht nur die Verkommenheit der Menschen, sondern auch die zahlreichen Missstände in der Kirche angeprangert. Das interessiert Martin Luther. Der junge Mönch aus Deutschland hört die Geschichte des Rebellen im Augustinerkloster von Florenz. Nostra Civitatis. Appellato est Hieronymus Savonarola. Horribile dictur. Hieronymus Savonarola. Die Kirche duldet keine Kritik.